Oh mein Gott, Leute, der neue Brawler Janet ist unglaublich geil und ist einer der krassesten chromatischen Brawler, die wir jemals im Brawl Stars bekommen haben. Und ich werde euch heute vorstellen, was ihr machen müsst, um den neuen Brawler Janet sofort zu bekommen. Trage jetzt bei dir im Brawl Stars Shop Creator-Code Lukas ein, um ihn kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Jo Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ja, meine Leute, ich habe heute ein extrem geiles Video für euch vorbereitet. Und zwar stelle ich euch heute vor, was ihr machen müsst, um wie gesagt den neuen Brawler Janet sofort bekommen zu können. Das heutige Video ist wirklich extrem wichtig. Gebt jetzt schon mal gerne einen fetten Daumen nach oben, abonniert auch unbedingt den Kanal und aktiviert die kleine Glocke. Schaffen wir es für den Update-Hype auf diesem Video mal wieder die 7777 Daumen nach oben zu erreichen, checkt doch gerne meine 2 anderen Kanäle aus. Einmal den Kevin Light Kanal, das ist mein Reaction-Kanal, auf dem kommt jeden Tag ein neues Reaktionsvideo online. Und den Kevin Spielt Kanal, das ist mein Gaming-Kanal, auf dem gibt es jeden Tag ein neues Gaming-Video, was nicht Brawl Stars ist. Und jetzt würde ich sagen, genug drumherum gelabert, wir fangen direkt an. Jetzt, wo das Update draußen ist, gibt es im Brawl Stars eine extrem krasse Quest. Und zwar die Quest Bot Drop. Wenn man diese Quest abschließt, dann bekommt man insgesamt 1000 Marken. Und jetzt zum Stand, wo ich das Video aufnehme, endet der Brawl Pass in 4 Tagen, aber diese Spezialquest erst in 11 Tagen. Als Tipp, hebt euch diese Quest schon mal auf und macht die dann direkt, wenn die neue Brawl Pass Season startet. Denn ihr müsst dann, wenn die neue Season startet, so schnell bis Stufe 30 spielen, denn hier ist dann der neue Brawler Janet. Und wenn ihr dann Stufe 30 erreicht habt, könnt ihr Janet aus Boxen freischalten. Und dann braucht ihr natürlich 2 sehr gute Spieler. Dafür könnt ihr gerne auf den Danita Discord kommen, discord.gg/danita. Was auch extrem cool ist an dem Danita Discord, ihr findet eigentlich immer Spieler, die online sind. Also selbst wenn ihr irgendwie nachts schaut, ist gefühlt immer noch irgendwie jemand in dem Global-Chat, den ihr fragen könnt, damit ihr eure Quests machen könnt. Also, ich würde euch wie gesagt empfehlen, ihr könnt das Ganze natürlich auch mit Randoms machen. Ihr könnt auch als Tipp natürlich hier in Brawl Stars diese Spielersuchenfunktion nutzen. Das ist diese hier. Dann geht ihr einfach auf Juwelenjagd zum Beispiel, wenn ihr eine Juwelenjagd-Quest habt. Und dann sucht euch dieses Tool hier einfach jetzt so random Spieler. Tipp 2 wäre, dass ihr möglichst viele Brawler schon freischalten solltet. Ihr wisst ja, dass Janet ein chromatischer Brawler ist. Hier sehen wir es. Und auf diesem Account hier kann ich noch 2 epische Brawler ziehen. Einen mythischen und auch noch einige legendäre und chromatische Brawler. Und ihr wisst es ja, wenn ein neuer chromatischer Brawler rauskommt, ist er immer als legendär eingestellt. Stufe von der Seltenheit. Und hier solltet ihr im besten Fall jetzt, wenn ihr den aktuellen Brawl Pass schon gezockt habt, am besten schon mal probieren, ein paar Brawler zu ziehen, damit ihr dann nicht mehr so viele Brawler freischalten könnt, wenn dann am Ende Janet rauskommt. Aber wenn ihr einen Account habt, wie zum Beispiel diesen hier, hier fehlen mir nur noch Fang und Eve, also quasi nur 3 Brawler, wenn dann Janet freigeschaltet ist, dann würde ich euch eher empfehlen, die Boxen noch weiter anzusparen und wartet dann auf den neuen Brawler Janet, wenn er rauskommt. Ihr wisst ja, dass ich in der Vergangenheit mit dem guten Lukas auch immer ein Video hochgeladen habe, wo wir natürlich Brawl Stars Update-Mythen testen und immer Mythen getestet haben, wie schnell wir dann den jeweiligen neuen Brawler freischalten können. Da seht ihr jetzt hier mal 1-2 Ausschnitte, wo das Ganze auch immer relativ gut geklappt hat, wo wir den neuen Brawler nach kurzer Zeit gezogen haben. Freunde, wie gesagt, ich kann nur noch Squeak ziehen, also in der Theorie müsste jetzt hier in der ersten Box drinne sein. Let's go. Okay, in der ersten Box ist er nicht drin. In der zweiten... Oh! Ah! Hä? Aloy! Ich kann... Junge. Oh mein Gott, Digga. Haha. Oh Squeak direkt, hä? Lol, ich kann hier noch so... Ah! Oh! Hä? Das war die zweite Box. Lol, oh mein Gott, Alter. Der große Trick dahinter war halt, wie gesagt, dass ich das Opening einfach auf einem Account gemacht habe, wo mir nur noch der jeweilige Brawler gefehlt hat.
Und dadurch habe ich halt gar nichts anderes gezogen und kann in dem Fall dann nur den neuen Brawler ziehen. Ebenfalls der nächste Tipp, den ihr befolgen könnt, ist natürlich, dass ihr euch den Brawl Pass kauft. Der neue Brawl Pass wird dann auch 169 Juwelen kosten. Ihr seht jetzt hier einmal ganz kurz aus Lukas Video ein bisschen Gameplay eingeblendet, wie der neue Brawl Pass dann auch aussieht. Ihr seht gerade, der neue Brawl Pass kostet 169 Juwelen und hat 13-fachen Wert. Und allgemein ist der Brawl Pass das, was sich am allermeisten im Brawl Stars lohnt, wenn ihr Geld ausgeben wollt. Es wird kein Angebot geben, was einen höheren Wert als 13-fach hat. Ich habe zum Beispiel auf meinem Free-to-Play-Account mir 255 Juwelen kostenlos erspielt. Wenn ihr unbedingt den nächsten Brawl Pass dann haben wollt, dann würde ich euch ans Herz legen, probiert jetzt noch in der aktuellen Season, ihr habt nur noch ein paar Tage Zeit, noch so viele Stufen wie möglich euch hier zu erspielen, wo ihr dann gratis Juwelen bekommt. Und dann, wenn ihr genug Juwelen habt, kauft euch dann am besten einfach den Brawl Pass. Da müsst ihr nur noch bis Stufe 3 spielen und könnt am Ende Janette einfach einsammeln. Den nächsten Tipp, den ich euch geben kann, ist natürlich, holt euch Markenverdoppler. Ich bin jetzt hier auf meinem Free-to-Play-Account, hier habe ich nur 2000 Stück, aber allgemein sind Markenverdoppler auf jeden Fall ein gutes Investment. Und wenn ihr geplant habt, dann ein Opening zu machen, wenn ihr im Brawl Pass Stufe 30 erreicht habt, vergesst erstens natürlich nicht, Creator-Code Lukas bei euch kostenlos im Shop einzutragen und zweitens wartet auf krasse Sonderangebote. Ihr seht jetzt hier wieder Gameplay hinter mir eingeblendet. Einmal die Black Friday Angebote, die zum Beispiel ein sehr, sehr krasses Sonderangebot wären. Aber es gibt auch immer mal wieder, zum Beispiel zu Ostern oder einfach mal random am Wochenende, irgendwelche krassen Sonderangebote im Shop mit 5-fachen, 4-fachen, 6-fachen Wert. Die lohnen sich alle mal dann auch zu kaufen. Aber jetzt, Freunde, kommen wir zu Punkt Nummer 7. Und der beste Trick, damit ihr den neuen Brawler Janette jetzt direkt kostenlos bekommen könnt. Passt auf. Und zwar veranstalte ich wieder ein richtig krasses Gewinnspiel. Ich verlose an meine Abonnenten 10x 15 Euro iTunes oder Google Play Guthaben. Mit diesen 15 Euro könnt ihr dann euch ganz einfach hier 170 Juwelen aufladen und habt dann sozusagen den neuen Brawl Pass kostenlos. Das einzige, was ihr dafür machen müsst, um eine 15 Euro Karte zu gewinnen, ist folgendes. Erstens, abonniert meinen Kanal und aktiviert die kleine Glocke. Zweitens, gebt diesem Video einen fetten Daumen nach oben. Und drittens, schreibt einen Kommentar mit einer Kontaktmöglichkeit. Das Ganze kann Instagram sein, Twitter, TikTok oder eure E-Mail-Adresse. Aber fragt bitte vorher eure Eltern, ob ihr mir eure E-Mail-Adresse einfach in die Kommentare schreiben könnt. Und zu guter Letzt könnt ihr mir auch nochmal auf Instagram schreiben, wenn ihr alle Sachen gemacht habt, damit ich ganz sicher euren Kommentar sehe. Ich wünsche euch allen ganz viel Erfolg beim Gewinnspiel und viel Spaß mit dem neuen Brawler Janette. Haut rein, ciao, ciao. You better believe it. Just take a bite and see.